Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Tutorial für euch. Und nicht wie ihr jetzt denkt ein Make-up-Tutorial, sondern habe ich für euch ein Tutorial gedreht über die verschiedenen Haarstyles, die ihr euch machen könntet für einen Tanzwettbewerb. Und diese Möglichkeit will ich euch jetzt geben und euch zeigen, wie das funktioniert. Also ich habe hier meine Extensions drinnen quasi zu einem hohen Zopf verarbeitet. Und ja, wie das funktioniert, seht ihr jetzt Schritt für Schritt in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen! Was ich jetzt als allererstes mache, ist, ich kämme meine Haare nach vorne. Das Geräusch. Und dann gehe ich her und nehme mir von unten ein Passé heraus. Teile dieses in drei Teile. Und kann jetzt anfangen zu flechten. Das erste Mal wird normal geflechtet. Und jetzt nehme ich von der einen Seite Haare hinzu. Und ich achte darauf, dass ich immer fest ziehe. Und das geht dann die ganze Zeit so. Wenn ihr bei eurem Ziel angekommen seid, flechtet ihr diesen Zopf quasi ganz normal zu Ende. Was ihr dann braucht, ist eines dieser kleinen Haargummis. Festigt euren Zopf damit. Was ich jetzt noch mache, ich nehme die anderen Haare, die übergeblieben sind, hinzu, achte auch darauf, dass seitlich die Haare gut eingekämmt sind und mache mir mit einem normalen Haarband einen hochsitzenden Zopf. Ja, so sieht das Ganze dann derweil aus. Was ich jetzt als nächsten Schritt mache, ich nehme die Haare, drehe sie ein und mache mir einen Dutt und dabei versuche ich aber, dass der Dutt so klein wie möglich ist. Versuche ihn wirklich so niedrig wie möglich zu machen. So, weiter geht's. Jetzt kommt ja, wie ich finde, der lustigste Teil. Da habe ich mir am Anfang auch ziemlich schwer getan, das zu handeln, aber mittlerweile geht das schon. Und jetzt brauche ich meine Extensions. Also das sind zwei Dreierteile, die ich einfach
hier in der Mitte zusammengeklipst habe, so dass ich dann quasi ein ganz langes Teil habe. So, und jetzt gehe ich her und nehme von der Seite das Clip und mache so, dass ich die Haare quasi nach hinten gebe. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Und das Clip, was ihr hier auf der Seite habt, wird in der Nähe vom Dutt befestigt. Und dabei achten, dass ihr mit der Hand immer schön gespannt seid. So, schön darauf achten, dass es ganz fest gemacht ist. So sieht das Ganze aus. Und dann geht ihr einfach her und fangt an. Die Clips um euren Dutt zu wickeln und dabei achte ich darauf, dass immer alles schön streng ist und kann dann auch zwischendurch die Clips befestigen. Ich achte darauf, dass es immer alles gut gespannt ist. Eine Spielerei für mich immer noch. Ne? Seht ihr? Das schaut jetzt ein bisschen lustig aus, aber das wird noch. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen was und wie gesagt, wickel ich das ganze Zeit um meinen Dutt. Bis mir dann am Schluss nur mehr die letzte Klammer überbleibt. Und das wird dann auch nochmal befestigt. So bleibt das Ganze natürlich nicht. Und jetzt, normalerweise, wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr einfach hergehen und die Haare nach hinten geben. So. Ich habe jetzt hier die Haare in der Hand und hier habe ich mir eine Strähne rausgenommen. Und die wird jetzt noch quasi um den Zopf gebunden, dass das Ganze einfach natürlicher wirkt. Und auch, wie gesagt, immer streng halten. Die Strähne wird dann auch mit einer Haarklammer befestigt. So. Im Grunde genommen ist die Frisur jetzt fertig. Und jetzt kann ich noch für einen besseren Sitz einfach hergehen und die Frisur und das alles einfach noch mit Haarklammern zu befestigen. Weil wie gesagt, die Frisur muss ja wirklich sehr viel aushalten. Auch hier vorne, einfach rundherum mit Klammern befestigen. Ihr könnt zwischendurch mal testen, ob es gut sitzt. So. Ja, das ist jetzt die fertige Frisur. Ich würde sagen, es ist wirklich nichts Alltägliches, weil es sehr, sehr viel Aufwand bedeutet und jede Menge Haarspannen und jede Menge Zeit. Und ich denke mir, ja, für besondere Anlässe oder eben auch für die Bühne, wenn man einen Tanzauftritt hat, ist das perfekt, weil es hält wirklich bombenfest und schaut halt wirklich auch cool aus, finde ich halt, das ist meine Meinung. Und wie gesagt, es ist halt sehr viel Arbeit, das wirklich zu befestigen, dass es auch hier bleibt, wo es soll. Und ich brauche ja auch immer eine gefühlte Ewigkeit, bis ich diese Frisur fertig habe. Und man kann die natürlich als auch mit
so eine kleine Masche, das noch verzieren. Man kann Innenlängen Locken machen und ja, natürlich fehlt dann noch das perfekte Make-up. Soll ich da auch ein Tutorial machen? Schreibt mir noch in die Kommentare, das würde ich wirklich gern wissen. Ja, ansonsten sehen wir uns nächsten Samstag wieder und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!